Chris. Du hast nicht mehr so lange. Ja, genau. Du schaffst das. Du hast so Schenkel, da wären Pferde neidisch drauf. So, Friends, what's up? Wir sind in Mainz angekommen. Heute ist Top-Arbeitgeber-Kongress. Es wird ziemlich wild. Es wird geil. Es macht Spaß. Wir werden ein paar geile Unternehmer treffen, ein paar Fragen stellen, Spaß haben, neue Kontakte machen. Ihr seid dabei, seid gespannt auf die Fragen. Wünsche euch viel Spaß beim Video. Let's go. Wir werden natürlich wieder ein paar bekannte Gesichter treffen. Mal schauen, was wir Ihnen heute für Insights entlocken können. Denn ich werde vor allem mal fragen, was so die Learnings sind auf 50k, auf 100k, auf 250k. Weil ihr sollt natürlich auch wissen, was hat die Leute dahin gebracht, wo sie jetzt gerade stehen. Und ja, let's do it. What's up? So, meine Frage heute an dich ist, was war für dich ein großes Learning, auf so 150k konstant zu kommen? Tatsächlich genau diese Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist echt, also du sagst es ja selbst immer wieder, aber ja, die Persönlichkeit dafür zu haben und zu sagen, ich kann das erhalten, ich kann das authentisch ausstrahlen, das macht mich nicht irgendwie wuschig, ich werde ganz verrückt, aber kann ich das nächsten Monat wieder schaffen? Das heißt, du brauchst wirklich so ein gutes Standing, ein Persönlichkeitsstanding, dass du es auch halten kannst. Weil ansonsten machst du das vielleicht einmal und dann schmierst du wieder ab, weil du aus Sorge vor, ich kann das nicht nochmal schaffen, ja, dann halt wieder wirklich ins Struggle kommst. Und das darf nicht passieren. Riesenthema. Stark in seiner Persönlichkeit zu sein und diese auch aufzubauen, die halt wirklich diese Fähigkeiten hat, das Verhalten an den Tag legt und so weiter. Und ich muss auch sagen, Marcel ist phänomenal. Also seitdem er da wirklich diese Learnings auch umsetzt, also ich meine, du hast vorher schon umgesetzt und so weiter, aber seitdem wir diese Richtung auch gemeinsam gehen, du machst Progress durch, das ist wirklich richtig geil. Und dafür bin ich super dankbar, dass du das so annimmst, Dankeschön, dass du das so geil machst und dass du das auch selbst so siehst, dass diese Konstanz in deiner Persönlichkeit, dieses Wachstum sich dann auch in den Umsatzzahlen widerspiegelt. Hast du noch einen Tipp an die Zuschauer hier? Ja, auf jeden Fall. Ich würde immer sagen, dass ihr, bevor ihr überlegt, was ist jetzt der nächste Hebel für einen neuen Umsatzrekord, was ist der nächste Hebel für die nächsten 10 Bewerbungen, die du bekommst, erstmal zu schauen, seid ihr ready dafür? Also bist du bereit dafür, vom Kopf her genau auf dieses nächste Level zu kommen? Und wenn das noch nicht so ist, dann lass dir auf jeden Fall dabei helfen. Ich habe immer Unterstützung dabei von Basti, von anderen Coaches und einfach für jeden Bereich die richtigen Leute zu haben und dich erstmal im Kopf bereit zu machen, um die nächste Stufe zu erreichen. Sehr wichtig. In diesem Sinne, let's go. Du bist YouTube-Experte, richtig? Richtig. Und was macht dich zum Experten? Meine Erfahrung, 10-jährige im YouTube-Bereich. Richtig, so. Und was würdest du sagen, ist ein Nummer-1-Tipp für die Leute, die YouTube starten? Hört auf, Nonsens-Content zu produzieren. Macht geilen Content, ja, richtig geilen Content. Macht Content, der authentisch ist, ja, real. Hört auf, welche Skripte vorzubereiten, Skripte abzulesen. Sei du selbst, ja, und überzeug die Leute mit deiner Ausstrahlung, dein Charisma. Das ist so das Wichtigste eigentlich für YouTube. Das ist super wichtig, weil die meisten Leute sehen da aus wie so Roboter und machen irgendwie, ja, die drei Fehler, ja, das und das und so. Und es ist todeslangweilig, das zuzuschauen. Was würdest du sagen, ist da ein Tipp, was die Leute machen können, dass die geileren Content machen? Also ein ganz guter Tipp, komm erst mit diesem State. Das heißt, hör dir mal vorher eine richtig geile Musik an, was dir Spaß macht, wo du Bock hast. Mach vielleicht eine Übung, ja, einmal tief durchatmen, ja, und dann einfach mal die Kamera einschalten. Erstmal gar nicht filmen, nur mal drauf losreden, bis du in diesen State kommst. Und dann erst auf Kamera, auf Record und dann das Aufnehmen. Und wichtig auch hierbei, mach dir kein Wort-für-Wort-Skript, mach dir wirklich nur so ein Stichwort. Ganz wichtig. Stichworte, ja. Wirklich Stichworte und sprich aus eigenen freien Stücken. Dann kommt das viel authentischer, viel realer auch rüber. Das ist super wichtig. Also Skript ist sowieso Nonsens, ja, das heißt nur, dass du Unsicherheit in dir drin hast, da musst du mal deine Selbstsicherheit trainieren, dein Selbstbewusstsein trainieren und deine Ausstrahlung. Ist geil, schau mal, er ist wirklich jemand, der macht wirklich authentischen, realen Content, man hat Bock zuzuschauen, es ist nicht langweilig, ja, wenn du so vergleichst, die ganzen Unternehmer, die machen so starren, langweiligen Content, man kann nicht mehr zuhören, jeder spricht gefühlt das Gleiche, es ist wirklich öde. Und beim Bastian wirklich so, das ist real, authentisch, es wirkt einfach geil und macht Bock einfach zuzuschauen. Danke dir, danke dir. Eine wichtige Message noch von mir an der Stelle, ihr müsst euer Umfeld, ja, euer Büro, euer Leben und so weiter einfach so auslegen, dass ihr alles dokumentieren könnt. Weil die meisten Leute versuchen das zu kreieren, sind dann total unauthentisch, weil sie erstmal das machen müssen, bis alles irgendwie passt. Aber bau doch alles so passend schon auf, damit du einfach loslegen kannst, einfach dokumentieren kannst, Kamera drauf, ab geht's. Jetzt haben wir hier Paul getroffen. Paul wieder mit Stand unterwegs. Klar, immer. Frage an dich. Jo. Inwiefern bringt ein Stand dir mehr, als einfach nur hier vor Ort zu sein? Also was merkst du für Auswirkungen? Gut, bei uns natürlich nochmal eine spezielle Situation, weil wir haben ein Fotostudio dabei, wo wir kostenlos Bilder machen. Stimmt, ja. Dementsprechend haben wir natürlich auch alle Kontaktdaten von allen Leuten.
Das geht natürlich nicht gehen ohne Stand, aber an sich ist natürlich eine Anlaufstelle. Uns kennen natürlich viele Leute im Markt, kommen dann doch nochmal vorbei, haben vielleicht schon länger drüber nachgedacht und dann ist natürlich einfacher, an den Stand zu kommen, mal kurz nochmal mit uns zu sprechen. Geil. Also würdest du sagen, ein Stand lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das gut aufbaut, wenn man irgendwas hat, was man auch for free rausgeben kann? Ja, das ist tatsächlich ein geiler Tipp, weil super viele Stände sind super boring. Ja, Mann. Also niemand macht sich Gedanken, warum sollte man eigentlich an den Stand Zeit verbringen, weil eigentlich hat keiner Bock, sich jetzt einfach nur belabern zu lassen. Und einfach sich irgendwas auszudenken, was zum Angebot passt, was einen Mehrwert bietet, damit die Leute auch an den Stand kommen, eine geile Zeit haben, vielleicht mal was vom Produkt, von der Dienstleistung zu fühlen bekommen. Mhm. Und dann ist auch einfacher, dann die Leads einzusammeln. Geil. Du bist ja jetzt auch, soweit ich das weiß, über 100.000 im Monat, oder? Ja. Was war so ein Learning für dich, um das konstant zu schaffen? Weil ich sehe immer Leute, die schaffen das, feiern sich dann einen Ast ab, finden das richtig geil, sagen so, ja, yippie, yay, yeah, yeah, es läuft. Und dann kacken die wieder ein und sind wieder bei 20, 30. So, was ist für dich ein Gamechanger gewesen? Was für dich ein Learning gewesen, was man nicht missachten darf, um da konstant voranzukommen? Also Markus hat mir mal gesagt, die meisten Leute spritzen zu früh ab. Du was? Und das habe ich versucht zu vermeiden. Also. Weil der Trick war einfach, ich war länger noch ein bisschen absolutes Broke-Mindset, nicht Mindset, sondern Lifestyle gehabt. Ja. Also ich habe nicht meinen Lebensstandard geändert, ich habe nicht die dicke Karre geholt, nicht die dicke Wohnung geholt, sondern wirklich erstmal kleiner gepokert als unbedingt nötig. Also hätte es können, ja. Genau, und das hat bei mir dafür gesorgt, dass sich gar nichts verändert hat und ich einfach immer weitergearbeitet habe. Ja. Bis auf einmal dann die Systeme laufen, die Mitarbeiter da sind und dann ist es auch irgendwann gar nicht mehr eine Herausforderung, nicht die 100.000 zu machen, sondern das ist einfach... Also, die logische Konsequenz. Das ist die logische Konsequenz und vor allem ist es auch die einzige Option. Mhm. Weil ich meine, wir haben laufende Kosten. Wenn ich da jetzt 30.000 mache, dann habe ich ein Problem. Ja, das heißt, irgendwann muss man dann einfach. Ja. Und das ist dann auch eigentlich geil, dann kann man auch nicht mehr. Also das ist dann einfach ein neuer Standard. Da denkt man jetzt auch nicht mehr drüber nach und feiert sich dann darüber ab, dass man jetzt 100.000 gemacht hat, sondern das ist einfach normal. Ja, das ist normal. Das ist ein neues Mindset, was man an der Stelle auch annimmt. Also man sieht, nicht so früh abspritzen, Jungs. Lasst euch lieber abblitzen. das ist der Code. In diesem Sinne, Paul Hoffmann, haut rein. Was sind 2, 3 wichtige Eigenschaften, die jemand vor der Kamera mitbringen muss? Er sollte auf jeden Fall seine Zielgruppe kennen. Wenn man sich mit seiner eigenen Zielgruppe, seinem Angebot auseinandergesetzt hat im Vorfeld schon, du genau selber schon weißt, was du tust und womit du Menschen hilfst, dann fällt dir das Erklären deiner Dienstleistung auch leichter. Ja. Ne? Das heißt, wir erstellen eine Copy zum Beispiel oder wir helfen dabei, auch eine Copy zu erstellen. Es gibt viele Produktionen, wo wir halt das Skripten, das Storyboard erstellen, das Ganze durchplanen und das dann auch abstimmen. Und wenn du ab einem gewissen Punkt, sag mal, deine eigene Situation, Dienstleistung schon gut erkennst und weißt irgendwie, was du so machst und was du anbietest, dann fällt dir das doch wirklich ganz leicht und musst dann auch nicht irgendwelche Sachen ablesen und das kannst du auch super rüberbringen. Was hast du für einen ganz kurzen, knackigen Tipp noch für meine Zuschauer? Einfach authentisch bleiben. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Sich nicht verkrampfen. Ja, ja, genau. Authentisch sein ist ein extrem wichtiger Faktor. Dazu muss ich noch kurz eine Sache sagen und zwar, die meisten Leute sind eben nicht authentisch. Deswegen würde ich sagen, authentisch sein statt bleiben, weil oftmals, ich erkläre mal so eine Zwiebelschicht, ja, dass da Zwiebelschichten wegfallen müssen, weil viele sich ja denken, oh, was könnte der jetzt denken? Oder ich sitze mit dir am Set und weiß, okay, du hast krasse Erfahrungen. Oh, wie komme ich jetzt rüber? Wie soll ich mich geben? Und so weiter. Dass das einen dann hemmt, nicht so authentisch zu sein, wie man wirklich sein könnte. Und das aus den Leuten rauszuholen und das natürlich auch im Film dann zu transportieren, wie du das machst, extrem wichtiger Punkt. Geiler Tipp an der Stelle. Danke dir. Dankeschön. Das ist der beste Stand hier. Einfach Eis. Ja. Pop-Eis, vegan, kein Zucker drin. What's up, ladies and gentlemen? Wir sind hier mit Dr. René Delpy. Hallo, schön, dass wir hier sind. René ist bei mir im Umsetzertraining und wir haben gerade schon gesprochen und da sind dir die Merksätze eingefallen. Du hast gesagt, die sind geil. Was findest du daran am besten? Ja, also wir haben das ja auch bei uns. Umsetzen schafft Umsatz. Ne? So, das ist auch so ein Merksatz. Und wenn ich morgens aufstehe, denke ich immer an Bastis, if you snooze, you lose. Ja, Mann. So, und ich habe jetzt letztens überlegt, ey, du kannst ja einfach mal diese ganzen Merksätze nochmal aufschreiben, nochmal eine Audio dazu aufnehmen und dann den ganzen Tag dich daran erinnern. Was ist es? Es sind ja immer die Fundamente, es ist immer sich wieder an das Wesentliche zu erinnern und dann stimmt die Energie, dann kommt man voran mit dem Unternehmen, privat und fürs Leben, lebt erfüllter und dann geht's ab. Wenn du die rausgeschrieben hast, kannst du mir das mal als Glossar zur Verfügung stellen? Ja, gibt's dann, aber dann nur mit Copyright Dr. Delpy. Gerne, baue ich ins Training ein, könnt ihr euch drauf freuen. Eine Sache noch, so, wir sprechen ja auch viel über Psychologie, über Persönlichkeit und sagen auch ganz klar, hey, das ist das Fundament, was erstmal stehen muss und ich sehe immer wieder, die Leute denken an alles, Marketing, Sales, Prozesse, Mitarbeiter, aber nicht an den entscheidendsten Faktor, sich selbst nach vorne zu bringen.
Warum ist das so wichtig aus psychologischer Sicht? Was sagst du? Ich habe gestern noch einer Kundin von uns erzählt, die musste zwei Mitarbeiter entlassen. Und die hat jetzt wieder so einigermaßen Ruhe in ihren Laden reinbekommen. Ich habe ihr noch gesagt, hey, gehst du gerade, machst du gerade Sport, meditierst du gerade, machst du irgendwas für dich selbst? Dann hat sie gesagt, nee, ich habe gar keine Zeit dafür, es geht gar nicht. Ne? Im Moment brennt die Hütte. Und ihr gesagt, hey, geh mal hin, block dir jetzt als allererste Maßnahme halbe Stunde oder eine Stunde am Tag, wo du nur was für dich selbst machst. Sport, Meditation, Spaziergang, whatever. Warum? Weil das keine verlorene Zeit ist, sondern du kriegst so doppelt, dreifach, vierfach, fünffach zurück. Und das ist das Energielevel. Wenn das Energielevel stimmt und du als Unternehmerin und als Unternehmer Energielevel oben hast, dann geht's ab. Und deswegen, klopf mal bei Basti an, lohnt sich. Energielevel geht ordentlich ab. Geht durch die Decke wie Feuerwehrstangen. Erstmal, man merkt ja, du warst im Umsatzertraining, dass du dann solche Ratschläge auch natürlich nach außen gibst. Finde ich schon mal gut. Das finde ich auch wieder geil, dass man merkt, okay, das hat so einen Ripple-Effekt, dass du das auch weitergibst. Jetzt sind wir aber nochmal bei dem Thema. Also viele haben ja diese Probleme, dass Mitarbeiter gehen und sagen dann, ja, scheiße, sind meine Prozesse nicht richtig. Ja, wahrscheinlich bist du falsch eingestellt. Wahrscheinlich hast du ihn durch deine Verhaltensweisen abgelehnt. Wahrscheinlich hast du aufgrund von Mindfucks diese Person ja nicht behalten können, nicht führen können, nicht trainieren können. Wo sagst du, also wo kommt dieser Punkt, wir haben jetzt gerade über Energielevel gesprochen, wo kommt dieser Punkt, wo man sagt, deswegen soll ich eigentlich mal da hinschauen, deswegen soll ich mal wirklich auf mich schauen? Das ist eine Sache des Charisma, ne? Wenn du das Charisma nicht ausstrahlst, wie willst du dann erwarten, dass jemand, der bei dir beispielsweise im Sales arbeitet, das Charisma den Kunden gegenüber hat? Das geht nicht. Ne? Also das ist ja wie, du bist ja in gewisser Weise eine Vorbildsfunktion. Deine Mitarbeiter passen sich auch immer deinem Energielevel an. Das heißt, wenn du Low Energy bist, dann folgen die nach und dann sind die auch Low Energy. Und die merken das, da ist irgendwie lahm, der Laden. Deswegen Energielevel hochschrauben und diese ganzen Sachen machen, die der Basti im Training hat. Umsetzer. Ganz, ganz wichtig, wenn man als Unternehmer Gas gibt und den Markt rasiert und sehr viel Anspannung in sich hat, dann muss man sich natürlich auch entspannen. Wie ein wildes Marcel Mehnert haben wir hier getroffen, ein legendäres Pokémon. Wie geht es dir? Ja, herrlich entspannt gerade. Das ist es. Aber wie lässt es sich denn hier arbeiten? Perfekt und gesund. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie wackelt oder so, sondern es ist cool. Also es bedarf natürlich bei dem einen oder anderen ein bisschen Eingewöhnungszeit, das ist schon richtig. Ja. Ich würde auch gerne drücken, wenn du magst. Da drauf? Ja, gerne. Ja, das ist geil. Ich bin am Umsetzen. Erhöht das eigentlich die Closing Rate, wenn man Sales Calls macht? Definitiv. Ihr habt es gehört. Am besten wählst du jetzt dieses Recovery-Programm. Genau. Jetzt könnte man die unterschiedlichen Stärken. Ich merke schon, du bist ein harter Typ. So, der vermisst dich jetzt tatsächlich überall. Okay, nein, überall. Ich finde es schön, dass ihr alle zuschaut. Wir versuchen zu erkennen, wo er gerade vermisst. Es war wunderschön. Ich habe eine kurze Entspannung durchgemacht hier. Ich bin sehr gut durchgeknetet. Es hat genau die richtigen Stellen getroffen. Und jetzt geht's weiter. Mit Chris am Start, heute mal wieder in Mainz getroffen. Sonst führt er nämlich die Psychologie-Calls in meinem Umsetzer-Coaching. Erzähl erstmal, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, du. Ich habe ein bisschen Hunger, aber ansonsten alles Paletti. Dann essen wir jetzt gleich mal was, aber vorher muss ich natürlich dir noch eine oder andere Frage stellen. Und die erste ist natürlich, was ist der Unterschied zwischen Mindset-Calls und Psychologie-Calls? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das eine fließt irgendwie in das andere mit hinein. Aber in einem Mindset-Call wird in den meisten Fällen tatsächlich nur oberflächlich ein Thema behandelt, dass es für die nächsten 5 bis 7 Tage okay ist, dass es sich gut anfühlt. Richtig. Aber die Ursache wird da ja auch gar nicht richtig behandelt oder kann auch nicht so krass behandelt werden können. Also wie geht das in 20 Minuten? Manchmal brauchen Dinge lange oder länger, vielleicht mal eine Woche, vielleicht mal 2, vielleicht auch ein paar Monate, keine Ahnung. Aber es ist ein Prozess und in einem Psychologie-Call wird ganz anders hinterfragt, als auch die Umstände, die Personen, die eine wesentliche tragende Rolle in der Situation der Person spielen und das ganzheitlicher betrachtet und dann gibt es Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Also dass man wirklich eine Lösung dafür findet, dass sich das komplett rund anfühlt und nicht nach einer Woche, dass das Gefühl halt wieder auftritt. So dieser Klassiker von, ich habe Angst vor Cold Calls oder sowas. Also da steckt ja mal was ganz anderes hinter. Klar, jeder weiß, das ist ein Selbstwertthema irgendwo, aber wo kommt das denn eigentlich her? Genau, also du hast eine gute Antwort gegeben. Es ist ja auch so, wenn du jetzt in irgendeinem Massencall bist und dein Mindset-Thema da ansprichst, so, vielleicht kommst du dran, vielleicht kommst du nicht dran. Wenn du nicht dran kommst, dann wird es auch der Oberfläche gelöst. Das ist ja wie mit dem Autofahren.
Öllampe leuchtet, Pflaster drüber, so irgendwann fliegt es dir um die Ohren. Das heißt, man muss schon konstant dabei bleiben, man muss sich auch öffnen können als Person. Und ich finde es auch geil, dass wir diesen Rahmen hier haben in unserem Coaching. Und dementsprechend sind die Resultate natürlich auch super geil. Dein Call ist ja auch super gut besucht. Was gefällt dir am besten an den Umsetzern aus dem Training? Dass es eine ziemlich coole Community ist. Unternehmer, Geschäftsführer, die schon ein gewisses Maß an Selbstverantwortung für sich mittragen und auch Bock haben, an sich zu arbeiten. Also jeder von denen weiß, dass Erfolg mehr ausmacht, als einfach nur eine Leistung zu bringen, sondern du musst dich dabei auch wohlfühlen. Was bringt es dir, wenn du 80 Stunden die Woche plackerst, ordentlich Kohle scheffelst, aber dir geht's halt scheiße? Ja. Jetzt mal unter uns so. Hat null Lebensqualität. Da habe ich so das Gefühl, die Leute, die bei dir mit im Training oder im Coaching sind, die haben das irgendwo verinnerlicht, verstanden, deswegen sind die auch da. Also das ist natürlich auch bei dir ganz klar ein Effizienzding, Effektivität ebenso. Und irgendwo stößt jeder irgendwann an seine Grenzen und sagt, boah, ich muss es jetzt aber auch gut gehen. Man kann ein bestimmtes Pensum immer für eine gewisse Zeit aufrechterhalten, aber dann ist auch gut. Da muss Balance rein. Und immer, wenn man in die Extreme geht, schlägt das Extrem zurück. Ganz einfach. Also man muss diese Balance finden und wir stehen auch ganz klar für diese Balance und die Performance und die Effizienz, das umzusetzen und beide Sachen gleichzeitig extrem geil zu machen. Also auf der einen Seite das Leben, auf der anderen Seite das Business. Warum? Weil es geht. Weil es einfach geht. Ja. Die meisten Leute sind immer nur am Hasseln, Hasseln, Hasseln und irgendwann haben sie sich selbst verloren und hinterfragen dann ihr ganzes Leben. Das Gute ist halt, als Team funktionieren wir halt extrem gut, weil ich bin halt immer so, okay, du hast ein Problem. Boah, die Pizza sieht so geil aus. Oh, vor allem Salami-Pizza. Ich liebe Salami-Pizza. Wir funktionieren als Team extrem gut, weil du hast halt die Ruhe weg, so stellst viele Fragen, diese ganze psychologische Aspekt, Tiefen, die Ursachen finden und so weiter und aushebeln. Und ich bin halt so, okay, du hast ein Problem, let's go, let's do it, lass uns das lösen, lass uns Attacke machen, lass das umsetzen. Und da haben wir auch eine geile Balance, weil wir eben genau das harmonieren können. So, was sagst du, ist ein unschlagbarer Vorteil, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn jetzt jemand noch nicht Kunde ist? Tatsächlich genau das, was du sagst. Manchmal muss man nicht in der Milchstraße suchen, sondern du kannst einfach einen Arschtrick gebrauchen und dann kommst du in die Handlung und du merkst, ah, tat gar nicht so weh. Cool. Auf der anderen Seite gibt es Themen, die einen lange belasten, die man mitschleppt und auf einmal aufkommen. Ja. Und das war dir so überhaupt nicht bewusst. Und daran kann man natürlich genauso oder sollte man im Idealfall arbeiten, wenn man möchte, dass es einem auch wirklich auf Dauer besser geht. So. Danke, dass du den ersten Teil des Top-Arbeitgeber-Kongress gesehen hast. Wir haben coole Leute getroffen, spannende Persönlichkeiten und wir haben ihnen das ein oder andere Insight entlockt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen. Lass gerne einen Like da, kommentier das Video, was dein bestes Insight war. Freu dich auf den zweiten Teil, denn er kommt die nächsten Tage und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, frohes Umsetzen.